Also rein optisch ist das jetzt, ne? Ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ich einen Beatty send, ne? Hört ihr das? Abonniert diesen Kanal, wenn euch wirklich solche Videos interessieren. Gleich auch ein bisschen Keyboard spielen oder vielleicht auch mal Sass. Die darf natürlich nicht fehlen. Boss. Herzlich willkommen auf meinem neuen Video. Ich bin immer noch leider ein bisschen erkältet. Man hört es immer noch an meiner Stimme. Also ich sag mal so, also ich bin der Meinung, meine Videos sind... Ich muss mal kurz den Ort. Mittlerweile sind wir, glaube ich, an einem Punkt angelangt, wo wir uns ein bisschen näher kennenlernen, sage ich mal. Ich bin eigentlich schon sehr viele Jahre, sage ich mal, musikalisch unterwegs gewesen. Ich sag mal, mein familiäres Umfeld oder meine Freunde, die wissen, dass ich eigentlich immer in Richtung Musik mich immer da bewegt habe. Ich habe auch wirklich frühzeitig mit 18, 19 überlegt, nach der Schule soll ich jetzt mich eventuell in diesem Bereich irgendwie beruflich da weiterbilden, dass ich da irgendwie mit der Musik ein bisschen Geld machen kann. Das Problem war allerdings, dass, also man sieht es eigentlich mehr als ein Hobby und zieht es nicht wirklich durch. Dann habe ich irgendwann mit dieser Musik ein bisschen weniger. Ich habe auch, einen Moment. Also ich habe auch wirklich jahrelang in der Musikschule wirklich auch Saz gespielt. Das ist ein türkisches Instrument, Freunde. Also das Saz-Spielen, das habe ich wirklich ein Jahr lang ungefähr in einer richtig professionellen Schule gelernt. Also wirklich richtig professionell. Mit Lehrer und alles. Und weil mich das einfach interessiert hat. Ja. Ich wollte euch in diesem Video einfach ein paar neue, sag ich mal, Technologien zeigen. Ja. Die Welt ändert sich ja immer wieder, das Internet ändert sich, alles ändert sich und da kommt man einfach nicht hinterher. Das sind so viele neue Apps und die Stat. Ne? Mittlerweile ist alles so einfach geworden, dass man einfach wirklich, wenn man sich für etwas interessiert, das wirklich schnell erreichen kann. Meiner Meinung nach. Somit wollte ich euch in diesem Video zeigen, wie ich einen Beat produziere. Wenn es euch interessiert, gebt mir jetzt, genau jetzt, einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn euch wirklich solche Videos interessieren, kann ich euch gerne noch mehr zeigen. Beats produzieren oder vielleicht auch ein bisschen Keyboard spielen oder vielleicht auch mal Sass spielen, ja. Ich weiß nicht, ob ich es noch kann, aber wir können es gerne mal machen. Dafür musst du mir auf jeden Fall hier unten einen Kommentar schreiben. Mach dich bemerkbar und vielleicht spielen wir mal eine Runde Sass. So, ich starte jetzt meinen Rechner. Also ich zeige euch jetzt ein Beat und auch wirklich regelmäßig jetzt anfange, so Beats zu produzieren. Hier ist ein Kabel. Das tun wir einfach... Also rein optisch ist das jetzt, ne? Das wird jetzt nicht angeschlossen. Das sieht aber so jetzt rein optisch so aus, als wäre ich so ein DJ. Hä? Okay. Okay. Fangen wir mal an. So, ich habe zuletzt hier noch eine Datei drin. Das habt ihr wahrscheinlich in einem meiner Videos schon gehört. Den habe ich wirklich selber produziert. Das ist jetzt nichts Professionelles, aber versteht ihr, was ich meine? Man kann schnell sowas produzieren mittlerweile. Gleich schon mal, also es fängt mit so einem leichten Intro an und geht dann ein bisschen weiter so. Also ich habe schon wirklich versucht, das ein bisschen professioneller zu machen. Bei 50 Cent, ne? Hört ihr das? Lieblingsstelle. Geil, ne? Jetzt Mikro. Bisschen Rap. Spaß. Ja, das ist jetzt ein ganz normaler Beat, den habe ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde fertig gemacht, ne? Also, es ist schon, ich finde schon, also für so eine Stunde Beat machen, ist das doch schon mal nicht schlecht, oder? Ich kann euch ja mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich mache mal ein neues Projekt jetzt hier, ne? Neues Projekt mache ich mal. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, verschiedene Programme, wo man das machen kann. Keine Ahnung, man kann professionelle nehmen, die Geld kosten. Man kann auch welche nehmen, die kein Geld kosten. Also es hängt davon ab, wie ihr drauf seid, sage ich. Also ich könnte mir jetzt auch so, ich glaube, das gibt bei iMac, nennt sich das, wie heißt es nochmal? Logic Pro oder Logic Pro, keine Ahnung, wie auch immer. Das ist ziemlich professionell und damit nehmen auch wirklich diese ganzen Rapper ihre Beats und alles und komplett die ganzen Spuren auf. Ist wirklich sehr interessant.
Also das Thema Beats produzieren und musikalisch und alles, die Dead, das ist eigentlich immer mein Gebiet gewesen, ne? Also man hat, wie gesagt, man hat so immer diese Beat-Vorwahl, sag ich mal. Und man kann dann immer was auswählen. Zum Beispiel, das hört sich ein bisschen orientalisch an. Ne? Das nehmen wir dann, fügen wir hier einfach ein. Relativ einfach, so solche Beats zu produzieren. Wirklich, es ist einfacher. Okay, wir nehmen jetzt nichts, was wir schon hatten oder so. Also es geht so mehr in dieses Orientalische. Das produzieren wir, wenn ihr wollt, können wir mal so einen orientalischen Beat machen. Sollen wir das mal machen? So einen orientalischen? Machen wir mal einen orientalischen. Und ich hört euch das einfach mal an, wie sich das dann am Ende anhört. Also man hat, wie gesagt, hier immer die Möglichkeiten, so Dinge einzufügen. Das hört sich auch geil an. Geil. So, jetzt habe ich jetzt verschiedene Dinger genommen. So. Es sieht, hört sich immer so komisch an, wenn so einer so Beats produziert, ne? Und dann hat man halt, wie gesagt, die Beats. Und wenn du die Beats dann ausgewählt hast, hast du dann die Möglichkeit, dass du dann sogenannte Strings hinzufügst. Ne? Strings sind so Geigen und sowas. Die hast du dann auch. Das sind auch in Beats enthalten. Hört sich auch geil an. Können wir auch hinzufügen. So. Dann haben wir noch so kleine Special Effects, kann man auch mal hinzufügen. Habt ihr das gehört? Das hört sich an wie bei hier diese Bearbeitungsprogramme, ne? Diese ganzen. Ja, und da fangen halt immer wieder die Dinge an. Dann gehen wir wieder auf Instrumenten. Also Saiten haben wir, wie gesagt, viele. Piano gibt es auch, ganz viele. So ein bisschen Tupac-mäßig, ne? So, fügen wir auch hinzu. Machen wir das hier. Okay, ich mache das jetzt einfach mal in Schnellformat. Aber damit ihr euch so einen Einblick machen könnt, wie schnell sowas gehen kann. Ne? So, starten wir jetzt mal. Hören wir das uns mal erstmal an. Also das hier ist erstmal der Beat. Wichtig ist immer, wenn du erstmal den Beat hast, dann kannst du die restlichen Sachen dann automatisch hinzufügen. So, fangen wir erstmal mit dem Beat an. So, das war jetzt der Beat. So, fangen wir an, diese ganzen Strings und alles um so weiter da hinzuzufügen. Das hört sich dann ungefähr so an. Sag ich mal, die Synths oder ja, die nennen die Synth-Töne, Synth, keine Ahnung, wie auch immer. So, und jetzt fügen wir mal alles hinzu.
und machen mal Play. Also ihr habt gesehen, relativ einfach. Wie lange hat es gedauert? 5 Minuten vielleicht? 10? So, ich zeige euch mal kurz. Also ich sag mal so, im Leben hängt das eigentlich immer davon ab, für was du dich interessierst. Wenn du dich jetzt für Musik schon wirklich jahrelang interessierst, dann sind solche Dinge für dich Pipifax. Ja, natürlich wirkt das für euch jetzt da draußen ein bisschen schwer, aber ich bin mir sicher, wenn ihr euch für solche Dinge interessiert, ist das eigentlich relativ locker easy. Ne? Und die Programme, ihr wollt nicht wissen, was ein Programm ist. Das ist ein billiges Programm, was da schon installiert ist, kann sich jeder runterladen. Es ist nichts Professionelles, es war ja auch jetzt kein professioneller Beat, aber es war jetzt nur ein Beispiel von meinem Hobby, was ich wirklich mit den Jahren immer wirklich gerne gemacht habe. Ich war auch früher, habe ich auch einfach irgendwelche, sag ich mal, Songs genommen, so keine Ahnung, von irgendwelchen Künstlern und habe dann immer selber meine Beats hinzugefügt und habe das irgendwie so ein bisschen geremixed. Da habe ich gerne gemacht früher, ne? Das war einfach, keine Ahnung, hat mir gefallen, ne? Und an sich Musik mache ich immer wirklich immer gerne. Werde ich auch, glaube ich, mein Leben lang immer gerne machen. Wenn euch sowas interessiert, kann ich gerne noch weitere Videos machen. Wenn euch vielleicht interessiert, wie ich das nochmal im Detail richtig gemacht habe. Das war jetzt ein bisschen so ganz schnell gemacht. Ich wollte euch nur zeigen, dass ich wirklich auch musikalisch unterwegs bin und dass ihr auf jeden Fall auf diesem Kanal hier auch viel Musikalisches von mir sehen werdet. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich danke euch, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Es wäre cool, wenn ihr mich abonniert. Ne? Und ja, ihr wisst Bescheid, Doggy3DF, Peace and out.